Deswegen benutze ich auch sehr gerne den Angriffsbefehl zum Moven. Ja, das war's schon. Sehr schön! Also für insgesamt 4 Spearmen verloren. Finde ich, das ist eigentlich noch recht in Ordnung. Hierbei muss man dazu sagen, wir greifen jetzt Grand Hamlet an. Auf Seiten der Menschen haben wir das verteidigt. Es ist auch so, dass wir... Ich meine, die Goldmine ist... nicht schön platziert. Eigentlich schon sehr recht weit rein. Meines Erachtens nach. Also Grand Hamlet ist ungefähr hier, also auf der gegenüberliegenden Seite. Gut, von da aus überrascht mich schon mal nichts. So, auf jeden Fall. Also hier ist schon mal eine Brücke. Ihr beide schon mal dorthin platziert. So. Du hast den Block komplett. Dementsprechend...
Also ich kann es halt nur wiederholen für diejenigen, die wirklich keine Echtzeitstrategie halt gespielt haben. Erkundet die Gegend. Je mehr ihr seht, je schneller könnt ihr halt reagieren. Bin ich gerade am Überlegen, gab es noch eine zweite Brücke? Ich meine ja. Wenn nicht, dann habe ich einen ziemlich leichten Verteidigungspunkt. Ja. Ich opfer den aber jetzt. Es ist besser, halt die beiden zu opfern. Den einfach zu opfern für die beiden. Als mich da jetzt im Moment mit den anderen rumzuprügeln. Das B-Upgrade könnte ich auf jeden Fall schon mal machen. Und ich brauche unbedingt jetzt die Baracke. Das wird jetzt ein bisschen notwendig werden. Die andere Sache ist, ab dieser Mission haben wir natürlich jetzt auch Zugriff auf eine andere Sache. Die werde ich dann hier aufbauen. Und zwar den Tempel. Der Tempel gibt uns halt zwei. Ich werde hier nichts platzieren, also. Du bist da ein Bauer. Ich werde es wohl eher darauf hinauslaufen lassen, dass ich halt so, der Tempel. Der Tempel ist natürlich eine sehr feine Sache und mich stört es eigentlich, dass hier unten tatsächlich eine Brücke ist und ich nicht viel sehe.
Also da brauche ich gleich nochmal einen Spearman, damit ich hier so ein bisschen das alles erkundschaften kann. Und das ist nämlich der Grund, warum ich eigentlich am ehesten die Nekrolyten halt haben müsste. Was aber auch die Nekrolyten nicht ganz so sind oder ja, nicht ganz so stark und nützlich machen als die menschlichen Pendants. Und das macht übrigens auch das komplette Spiel auch wesentlich schwerer auf Seiten der Orks. Anstelle des Heilzaubers kriegen nämlich die Nekrolyten den Totenerweckungsspruch. Man könnte zwar sagen, oh ja, eine größere Armee dadurch, dass man die Toten halt sich zu eigen machen kann. Hat aber leider Vor- und Nachteile. Vorteil ist, man hat dadurch natürlich wesentlich mehr Kanonenfutter und auch kostengünstiges Kanonenfutter. Der Nachteil bei dieser gesamten Geschichte ist allerdings, die Toten sind leider sehr schwach. Also ich meine... Ach du Scheiße. Ja. Ja, wie gesagt, das die Toten sind da so können nützlich sein, können aber auch voll nach hinten losgehen. Gut, hier ist eine große Goldmine. Ich will sehen, wie lange die mich halt verfolgen. Oder ob die wirklich jetzt bis zum bitteren Ende halt das machen. Tatsache, das machen die tatsächlich.